Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir befinden uns immer noch hier in diesem Gang und wollen jetzt irgendwie versuchen, zu Professor Sprouts Kräuterkundeunterricht zu kommen. Dafür müssen wir diese Schnecken hier ausschalten, weil die könnten uns ziemlich wehtun. Und versuchen diese... Genau, die da zu treffen. Damit hier diese Türen aufgehen. Diese Zwischentüren und wir vielleicht endlich... Ey! Zum Unterricht können. Weil der ist ja wichtig. Wir müssen ja viel lernen. Und... Zack. So. Andere Seite. Gut. Ist es eigentlich notwendig, dass ich beide aufmache? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung. Sind das immer zwei Türen? Nee, das ist nur eine hier, ne? Ich habe keine Ahnung, ob ich wirklich beide... Ja, natürlich muss ich beide umlegen. Sonst gehen die Türen ja nicht auf, ne? Welcher... Ah, nein! Komm hier nicht drüber. So. Türe geöffnet. Au! Nein, sie ist ja schon wieder wach. Hilfe! Oh mein Gott. Ich hab's gar nicht mitbekommen, dass das Ding wach ist. Also, dass ich schon wieder nicht mehr bewusst... Ne? Das Wasser fließt in die falsche Richtung. Seht ihr das? Das fließt in das Maul rein. Oder zumindest sieht es so aus. Naja, so. Den ersten Part hätten wir hinter uns. Jetzt einmal speichern. Und dann zusehen, dass wir hier auch lebendig durchkommen. Ich wollte mich ja nicht immer so vor die Kisten stellen. Scheiße. Ich vergaß. Okay, hier, das sind ziemlich fiese Pflanzen. Die ich gerade noch gar nicht ausschalten kann. Ich muss zusehen, dass ich da durchlaufe, wenn sie gerade nicht nach mir schnappen. Ich dachte, ich könnte die schon irgendwie ausschalten. Aber ich glaube, die Möglichkeit, beziehungsweise den Zauber, mit dem ich diese Pflanzen ausschalten kann, lerne ich jetzt erst. Okay, einmal hier hinter gucken. Aha. Yeah. Was hat mir das... Oh. Ich muss ja sagen, es sieht ja schon cool aus, ne? Ja, cool. Und jetzt? Ah, Bingo. Bohnen, gib mir Bohnen, gib mir Bohnen. Ganz viele Bertie Bots Bohnen. Okay, einmal kurz hier rumlaufen, um zu gucken, ob es hier irgendwas zu holen gibt. Sieht aber nicht danach aus. Dann probieren wir das Ganze doch nochmal. Funktioniert nicht mehr. Schade. Hätte ja klappen können. So, hier gibt es auch nichts mehr. Und wenn man den nochmal anhittet, wird, glaube ich, die Tür einfach... Nee, kann man gar nicht. Ich dachte, dann wird die Tür vielleicht geschlossen. Okay. Hier gibt es nichts. Nope. Ah, da war die Kamera etwas zu schnell. Oh, au, au, das Ding ist schnell. Das Ding war schneller als erwartet. Und das Ding ist... Ah, die beißen zweimal die Säcke. Das ist voll gemein. Warum beißen die zweimal? Okay, muss ich hier jetzt weiter oder... Ist das wieder nur so ein Geheimgang? Ich bin mir nie sicher, wo es weitergeht. Ja, ich glaube, das ist nur so ein Geheimgang. Mit Schokofrosch. Oh, das ist sehr gut. Schokofrosche kann ich sehr gut gebrauchen. Okay. Dann sieht es so aus, als wir es hier weitergehen. Yep. Oh, okay. Ich glaube, ich muss das auf den Brunnen setzen, oder? Das habe ich beim letzten Mal durchspielen gar nicht gesehen. Sehr interessant.
Ich finde hier mit euch noch ganz neue Sachen. So wie es aussieht, musste ich das tun. Dann erinnere ich mich nur nicht mehr dran. Auch gut. Rip-ip. Ja, okay. Also, wie es aussieht, musste ich das tun. Und erinnere mich einfach nur nicht mehr daran, dass ich das tun musste. Das ist cool, wenn man die ganz am Rand hergeht, dann interessieren einen die Pflanzen überhaupt nicht, weil dann treffen die einen offensichtlich auch gar nicht. Cool. Okay, hier gibt es nichts mehr zu holen, nichts mehr zu machen. In Ordnung. Dann geht's hier weiter. Es sieht aber so aus, als wäre ich hier schon bei den Gewächshäusern angekommen. Und guck mich aber kurz nochmal um, ob es hier irgendwas zu mitnehmen gibt. So wie diese Bohnen. What the... Wie cool sind die denn? Danke für deine Hilfe, Harry. Hier hast du eine Bildkarte. Kommen die einfach mal aus dem Boden. Sie noch nicht. Na komm schon, Fred. Wir haben noch eine Menge zu tun. Das sieht nach Godric Gryffindor aus. Tch. Die sind einfach cool, die zwei. So, ich wette, das ist Godric Gryffindor. Der sah bis jetzt, glaube ich, in allen Spielen so komisch aus, so hochadelmäßig. Keine Ahnung, wie ich es sonst nennen soll. Ja. Na, was habe ich gesagt? Godric Gryffindor, Mittelalter, Daten unbekannt. Guckt aber grimmig aus der Wäsche hier. Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eines der vier Häuser benannt. Wäre ich jetzt nie drauf gekommen, aber dankeschön für die Info. Muss ich noch einmal ganz kurz, also würde ich noch einmal ganz kurz gerne hier gucken. Das sah aus, als würde hier so ein Weg hergehen, tut's aber nicht. Das heißt, wir werden in den Kräuterkundeunterricht. Gott, ist das dunkel da! Willkommen beim Unterricht. Ich bin Professor Sprout. Heute wollen wir den Incendio-Zauber lernen. Man kann ihn gegen alle möglichen gefährlichen Pflanzen anwenden. Sieh dir das korrekte Incendio-Symbol. Ach du meine genau Fresse. An. Halte die Maustaste. Ach, das wird ja immer besser. Und male das Symbol nach. Lass die Maustaste wieder los. Dass sie mir das jeder wieder immer wieder sagen müssen, ey. Also der erste Versuch geht immer richtig mies in die Hose, finde ich. Oh Gott. Ey, schaffe ich die 50% überhaupt? Ja, schaffe ich. Also 72% ist doch gar nicht so übel. Gut gemacht, Harry. Aus dir könnte mal was werden. 5 Punkte für Gryffindor. Dankeschön. Lass uns mit dem Unterricht fortfahren, Harry. Ja, ich bitte darum. Lassen Sie sich von mir nicht aufhalten. Und von meinen nicht vorhandenen Zauberkünsten. Komm schon. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Nein, scheiße. Naja, okay, zumindest habe ich die 65% geschafft. Die 80 könnte ich eventuell auch noch schaffen. 95 aber mit Sicherheit nicht. Für einen Erstklässler wirklich eine hervorragende Leistung. 10 Punkte für Gryffindor. Das hört sich immer so ein bisschen herabwertend an für einen Erstklässler. Etwas schneller hinzubekommen. War es denn noch weniger Zeit? Oh, oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Oh, wow. Das sieht gut aus. Fucking 90%? Wow! Das war mal ein Gesparkel, hä? Dankeschön, das vierte Mal schaffe ich aber mit Sicherheit nicht. Oh, doch, könnte geklappt haben. Bitte, 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 bitte. Oh, ein fucking Prozent. Scheiße, Mann. Ein dämliches Prozent. Du stehst ein bisschen zu weit von der Markierung entfernt, Harry. Fuck.
Schade, schade. Oh, dieser eine dumme Prozent. Jetzt ist aber Zeit für die Incendio-Aufgabe. Geh durch die Türen, Harry. Ich beobachte dich vom Balkon aus. Ja, ja, in sicherer Entfernung, ist klar. Nee, kein Problem. Ich finde, die Level sind aber sehr cool gestaltet auch. Sind Dornenbüsche. Du kannst den Incendio-Zauber ja, geh noch näher ran. Geh jedoch besser einen Schritt zurück, damit du dich nicht an den Dornen verletzt. Sag ich doch. Also, Incendio! Au! Au, ja, genau das meine ich doch. Incendio. Also, ich finde das cool, die schrumpfen so zusammen. Aber die schießen halt auch ihre Dornen ab, wenn man diese trifft. Und da muss man halt irgendwie in einem, ich sag mal, günstigen Winkel stehen, damit man von den Dornen nicht getroffen wird. Oh, oh, das war knapp. So, okay. Ach, da ist noch einer. Ui. Okay. Boss, eine Bohne. Das ist doch Verarsche. Oh nein, Gnome, nein. Ach, diese nervigen Viecher. Nein! Wow, das war knapp. Hui, war das knapp. Speichern. Wie ist sie da hingekommen? Typische Vertreterin der Venemosa Tentacula. Verwende Incendio, damit sie verwelkt. Okay. Wow, 100.000 Dornenbüsche. Incendio! Suche jetzt nach den Sternen, um den Unterricht erfolgreich abzuschließen. Mach dich auf den Weg. Ich glaube aber, die wachen auch irgendwann wieder auf. Au, scheiße. Ich glaube aber, die wachen auch irgendwann wieder auf, die Viecher. Okay, ich werde jetzt einfach einmal kurz hier diese ganzen Büsche kaputt machen, weil da sind überall... Ach, das nervt so ein bisschen, dass er das immer sagt. Und dieses... da sind halt Kisten dahinter. Ich glaube, der ist gerade ziemlich laut. So. Mensch, war das nackt. Da sind halt, wie gesagt, Kisten dahinter. Und die würde ich mir gerne alle holen. Weil wichtig. Cool. Boden. Wie viel brauche ich? 250, glaube ich, am Ende, oder? Um diese spezielle Bildkarte freizuschalten. Ich meine, das wären 250. Aber die kriege ich ja bestimmt locker zusammen. Nein, nicht hüpfen. Geh doch einfach da rum. Ich glaube, ich muss dieses automatische Springen mal ausschalten. Kleinen Moment. Optionen, Autospringen, weg damit. Dankeschön. So, dann springt er nämlich nicht ständig irgendwo hin, wo er gar nicht springen soll. Ach, diese süßen kleinen Büschchen hier. So, eine Kiste haben wir noch. Und dann kann es weitergehen. Sterne sammeln. Aber die Böhnchen sind nun mal wichtig. Deshalb alle Böhnchen sammeln. Zack. Und weiter geht's. Also wie gesagt, für die damaligen Verhältnisse finde ich dieses Level-Design einfach nur cool. Ich meine, die Grafik natürlich nicht das Überragendste, aber einfach trotzdem cool. Aha. Da schau mal einer, guck. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Und jetzt? Awesome! Oh, sieht das cool aus. Boah, echt geil. Okay, dann mal runter hier. Das ist ja mal mega cool. Eine Bildkarte.
Schaue ich mir gleich an. Darf ich nicht vergessen. Aha, hier unten ist ein Stern. Da hinten kann ich nicht hin. Ich kann ja aber einfach über das Wasser laufen. Haha. Jawohl. So, da hinten komme ich auch nirgendwo hin. Aber das sieht ja mal richtig cool aus hier unten. Ich würde gerne wissen, wer hier arbeitet. Also ich fände es als Arbeitsplatz wirklich richtig cool. Ich wette, schreiben könnte man hier unten richtig gut und zeichnen sowieso. Okay, Speicherung. Zack, und... Auf! Hä? Diese Reben greifen den armen Baum an. Sowas. Das sieht ganz nach einer Doxy aus. Autsch! Was sucht die in meiner Aufgabe? Und vor allem, warum ein Ravenclaw im Gryffindor-Unterricht? Diese Reben sehen gefährlich aus. Ach. Aha, okay. Incendio. 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 Hm. Ah, der Baum sagt danke. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nein. So, jetzt muss ich ja natürlich immer manuell springen, weil ich ja dieses Autospringen ausgestellt habe. Aber das kriegen wir schon hin. Weil wir sind ja gut. Bäh. Sieht schon so ein bisschen unheimlich aus da unten, oder? Okay. Das war's. Weiter geht's. Hey! Menno! Ich war mir nie so sicher, was der Unterschied zwischen Pixies und Doxies ist. Pixies sind doch, glaube ich, gute Wesen, oder? Und Doxies sind die Bösen. Also Wichtel, sozusagen. Wichtel aus Cornwall. Boah. Wie geil. Das auch noch ich als Naturmensch hier, ey. Ha. So cool. Ah! Um Gottes Willen. Wow, die sind ganz schön groß. Ahaha, lala. Schnell, schnell, schnell. Huch. Okay. Schreck. Ich muss daher. Oh, hi, ja, ja, hi. So, und nü? Da geht's weiter. Ah nein, ouch. Hui. Dich war knapp. Stern. Aber finde ich ihn nicht noch irgendwo? Oh, nein, jetzt finde ich bestimmt keinen mehr. Hey, Gnome. Noch einer. Nein, da sind noch zwei. Nein, meine Bohnen. Gib mir meine Bohnen. Nein. Ach Mann, der hat mir scheiß... Mano. Der hat mir meine Bohnen geklaut. Einfach mal blind zaubern. Passt schon. So. Und auf die Truhe. Bisschen Quirrell-Manier mal hier an den Tag legen. Quirrell. Ich konnte den Namen noch nie richtig aussprechen. Das ist ganz, ganz böse. Ich würde das ja gerne aufkriegen. Irgendwie muss ich diese Sprinkleranlagen da oben ankriegen, aber wie? Ah, okay. Das erklärt natürlich einiges. Einfach in den Nebenraum. Und hier? Zack. Wingardium Leviosa. Wum, 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 wum. Und
Zack, zapp. Guardium, Ich wäre dafür, dass man daraus einen Dubstep-Remix macht. Das war ja richtig genial gerade. So. Wassertank leer. Sprinkleranlage läuft. Und jetzt muss ich noch irgendwas tun. Nämlich diese Dinger zum Drehen bringen, damit auch alle bewässert werden. Und zwar hiermit. Oh. Tata. Sternchen. 5 Sterne nur. Es kann doch nicht sein, dass es in dem Level nur 5 Sterne gibt. Oder geht es noch weiter? Nee, Quatsch, sieht aus, als ginge noch weiter. Okay. Ah! Hey, der war fies. Nein! Bohnen! Meine Bohnen. Ihr Säcke. Mano, das war gemein. Ach du Scheiße. Wow. Wie Autsch. Gibt kein Autsch hier zu meckern. Wir hätten nicht gejammert. Hätten das Vieh... Ja, ich wusste, dass das Vieh nochmal aufwacht. Jetzt... Mann! Dann geh doch nicht zu nah da dran, du Idiot. Cool. Schade. Einmal. Zweimal. Komm schon. Da und da noch einmal. Ja, ja. Ach so, von den Seiten. Okay, ich muss doch von den Seiten ran. Und da ist noch eine Kiste. Hui, Schokofrosch. Gib mir die Bohne, verdammt. Okay, aber zu welcher Seite muss ich die Dinger denn machen? Weiß man das? Weiß man das? Oder ist das vollkommen Schnuppe? Ah, ich muss sie einfach nur wegmachen. Verstehe. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Einfach nur wegmachen, weil dahinter ist der Schalter. Gut, kriege ich hin. Ist ja an sich nicht so schwer, ne? Ich meine, ich sag mal, von der Methodenkompetenz her, man muss hier nicht sehr viel nachdenken, um die Aufgaben zu lösen. Wirklich nicht sehr viel. Ui. Komm schon. Komm schon. Treff gefälligst. Ich kann das Ding nicht ausschalten. Hilfe. Ah, nein. So, du und du, bitte. Ruhe. Okay. Das ist aber, daran merkt man, dass das Spiel eher für Jüngere ausgelegt ist, sage ich mal. Und jetzt nicht für irgendwie 20-Jährige. Die einfach vom Kopf her schon ein bisschen weiter sind und auch mehr nachdenken können, sage ich mal. Es ist einfach so ein Spiel zum Spaß haben und ich finde es auch sehr entspannend, einfach mal ein Spiel zu haben, wo man nicht so furchtbar viel nachdenken muss, um Aufgaben zu lösen, sondern wo man einfach nur ein bisschen zocken kann und Spaß an der Sache haben kann. Finde ich sehr, sehr angenehm auch.
Es muss ja auch nicht immer ein Mega-Shooter sein, bei dem man sich am Ende nur 100.000 Mal aufregt. Oder irgendein Strategiespiel, bei dem man erstmal überlegen muss, wie gehe ich ran, wann mache ich am besten was. Und das finde ich auch manchmal so ein bisschen schwierig dann. Mein Kopf muss sich ja auch irgendwann mal erholen können. Und ich finde, ich habe auch in letzter Zeit immer genug gedacht. Gerade jetzt, wenn so die Prüfungen waren, da hat man einfach... Mein Kopf war zu. Der war einfach komplett zu. Kann ich da dahinter? Nee, ne? Will ich auch gar nicht. Ich will einfach nur hier durch. So, Ruhe. Ah! Dagegen kommen darf man aber trotzdem noch nicht. Das ist voll die Verarsche. Mein Gott, wenn immer hier neben direkt hinter der Ecke stehen, ist ja Hilfe. Gib mir den Frosch. Dahinter ist bestimmt auch noch was. So, warum kann man hier hoch? Warum kann man hier hoch? Es muss irgendeinen tieferen deshalb. Okay, Kiste, das ergibt Sinn. Manchmal ist ja auch der Sound so ein bisschen dezent verbuggt. Den haben wir da. Ach so, ich wollte die... Genau, ich wollte nach der Bildkarte gucken. Dann kann ich das jetzt direkt machen. Ich habe übrigens auch noch jede Menge andere, ich sag mal, Harry Potter Seiten. Die kann ich euch irgendwann bei Gelegenheit... 215, genau. Sonst noch Wünsche. Wir haben 170. Ja. Es wird schwierig, die noch einzuholen. Ich finde, Ravenclaw ist uns gut auf den Fersen mit ihren 149. Aber kommen halt trotzdem irgendwie nie an uns ran, egal wie viele Hauspunkte sie jetzt dann doch noch sammeln sollten. Gucken wir erstmal vorne, ob da noch jemand dazugekommen ist hier. Nein, das sind die drei, die kennen wir schon. Ihn kennen wir auch, ihn noch nicht. Das ist Derwent Shimpling. Geboren 1912, verspeiste eine ganze Venemosa Tentacula und überlebte, obwohl er danach violett wurde und es für immer blieb. Ja, warum macht man sowas auch, außer wenn man jetzt im Dschungelcamp ist? Es ergibt wenig Sinn. Wen haben wir hier? Newt Scamander, geboren 1897, Autor des berühmten Werkes Sagentiere und wo sie zu finden sind. Hatte ich damals übrigens auch. Und... Edgar Strugler, 1703 bis 1798, Erfinder des Taschenspikoskops, was ja bei Harry lustigerweise nie wirklich funktioniert hat. Aber doch sehr interessant. Ich hatte so unglaublich viele Sachen von Harry Potter einfach, weil ich auch, ich war so ein unglaublich großer Fan. Ich habe damals die Bücher, ich muss noch hier, da, das da. Damals, als die Bücher rauskamen, ich glaube, als das erste rauskam, war ich noch in der zweiten Klasse, das war noch zu früh. Aber als ich dann in der dritten Klasse war, habe ich dann prompt das erste und zweite Buch geschenkt bekommen zu Weihnachten. Oh, cool. Hier muss man den Brunnen bewässern. Ich finde den Sinn und Zweck der Aufgaben auch immer sehr cool, muss ich sagen. Ich habe halt das erste und zweite Buch direkt zusammen an Weihnachten geschenkt bekommen, konnte gerade so halbwegs gut lesen, sage ich mal. Und habe einfach das erste und zweite Buch komplett durchgesuchtet, von vorne bis hinten. Hui. Ah, okay. ja, und von der ersten Minute an, wo ich diese Bücher in der Hand hatte, war ich halt ein mega großer Harry Potter Fan. Ich fand die Bücher einfach wundervoll. Glückwunsch, Harry. Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Nehme ich echt schon eine halbe Stunde auf? Okay. Also ich muss den Part an dieser Stelle ganz dringend beenden. Es tut mir leid, dass ich wieder so überzogen habe. Ich glaube, ich mache einfach zwei Parts draus. Das ist dann sinniger. Aber ich habe überhaupt nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. Das ist ja der Wahnsinn. Ich hoffe, ich habe meine Uhr einfach nur
Ach du Scheiße. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde das Thema, was ich gerade angesprochen habe, beim nächsten Mal auf jeden Fall noch weiterführen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, also ein Däumchen nach oben, das würde mich sehr freuen. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, wie ihr zu Harry Potter gefunden habt und wie ihr, was ihr besser findet, Bücher, Filme oder ähnliches. Und ja, das würde mich einfach mal sehr interessieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Abonnieren nicht vergessen. Schaut auch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da sind immer wichtige Links drin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.